Hallo Leute, Ja, Bro. hier ist die Robert Leben, Schafer hier. Und der Döner. Und heute möchten wir euch ein Backprofile vom dritten Platz von Wise Restaurant bringen. Ja, das spielt ihr auf Machina gespielt. Jo. Das war ziemlich dominant dort, finde ich. Bei der Wise ist sehr stark vertreten, das GG Deck. Und ja, da hat ein unter auf den dritten Platz geschafft. Dann fangen wir mal an, oder? Ja. Dreimal GG Accelerator, den kann man als Special. Ja, ich sag einfach nicht zu dem Video, also nicht zu den Karten, wenn ihr die Karten nicht kennt, schaut einfach das GG Review Video an. Also dreimal GG Accelerator, dreimal GG Armor, Researcher. Zwei Longfire. Zwei Longfire, ja, GG Arsenal. Dann die Machina Engine, einmal die Kanone, zweimal Festung und dreimal Gearframe. Er hat mit zwei Festungen gespielt, würdest du drei spielen? Weiß nicht, wie die in den Deck kommt. Ich würde drei spielen. Auf jeden Fall hat er noch ein Machina Peacekeeper gespielt. Ja, was ziemlich nicht normal für so ein Bild ist, aber bisschen Spaß muss sein. Ja, dann Standard Vogt und Dachhol. Dann eine Lanze. Das ist, weil keiner am Bottom ist und sowas, oder? Da will er nicht diese Gearframe und sowas verlieren. Die meisten Leute ersetzen jetzt momentan das dritte MSP mit einer Lanze. Ja, das ist jetzt populär geworden, denke ich. Dann Standard Heavy und Reborn. Dann ein MSP, Standard eigentlich für einen Standard. Port of Everest. Keine Ahnung. Port of Duality. Ja, zwei Port of Duality für Konstant und... Ja, wieso? Port of Everest ist doch eh klar, dass man sowas spielt. Keine Ahnung. Wieso denn? Ja, damit du seine ganze Engine mit rein ist doch voll gut. Ja. Ja. Dann ein Stormtaker. Ja. Und ganz Hero Dragon. Einfach Backrow. Ja. Backrow, lastiges Format. Also zwei BTA, zwei Compulsory. In diesem Format glauben wir sehr gut ist. Ja, Compulsory mein Lieblingsfanker derzeit. Eine Prison Look, zwei Mirror Force, dann Zonenbrigade, zwei Starlight Road, zwei TT und eine Fiendistin. Zwei Starlight Road. Zeit? Zwei MST, noch eine Lanze, ein Kelch, zwei Risse, ein Smashing Ground. Smashing Ground. Zwei Fossil Diner, ein nicht abgerendet. Fossil Diner ist ziemlich cool, die Karte. Die ist sehr gut, finde ich. Vor allem gegen Wind-Up jetzt. Ja, du hättest so, Wind-Up, Attack tot. Oder einfach nur Summon Lockdown. Licht entspannter Spiegel gegen Agents, anscheinend. Anscheinend, ja. Und dann zwei Schattenanklang des Spiegel. Und zwei Rivalry of Warlords. Also die Karte und Golden Match wurden auf dem Event sehr oft gesidet. Mhm. Und dann ein Max für Random Mirror Match, Random Wind-Up Matches und Mirror Matches. Glaubst du 1xC reicht? Nee. 2xC? Ja. Vielleicht hat er sich schon mal raufgepietet. Echt? Vielleicht. Na, ich glaube, ich würde auch 2 spielen, weil du hast schon sehr viel Backrow, aber einen zweiten Max C brauchst du schon. Weil ein Playstop so, zweites Mal gibt er dir. Mhm. Aber ja, extra. Extra weg, zweimal 4 Giant X, einmal Bylon the Sigma, zwei Utopia, ein Utopia Ray, einmal Photon Butterfly, und der ist jetzt Steffen geworden. Sehr gute Karte. Ja, ein Gemini Pearl, ein Maestro, der ist auch Steffen. Zwei Stardust für Starlight Road, dann einmal Nummer 11, Big Eye. Das wird steigern. Glaube ich auch. Das ist halt für zwei Festungen. Ein Shop
Shockmaster, den es ja bei uns noch nicht gibt, und ein Ibigishi Meerrumpfgeist. Also der hat auch echt Potenzial. Was kann der? Also ist er vom neuen Set, ich glaube den kenne ich eh. Ich glaube, nee, der ist so aus Hidden Arsenal. Ach so? Ah, okay. Ist der Weiland, sind wir schon bei uns? Draußen? Ja. Ja, oder? Okay. Jo, das einfach Gear Deck ist sehr gut derzeit. Es ist Top Tier schon, gell? Ja. Kann man schon sagen, dass es Top Tier ist. Und wir versuchen gerade auch momentan das Deck in Real Life zu bauen. Ja. Wenn wir das haben, werden wir natürlich auch davon ein Deck so voll machen. Das komplett. Alles klar. Jo, danke fürs Zuhören. Jo, ciao Leute.